Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Whiptail. Und ich zeige euch kurz das Intro, weil das ist richtig, richtig spannend. Es gibt nämlich so eine Burg und die wird angegriffen von einem bösen Drachen. Und dieser böse Drache kann nur besiegt werden von demjenigen, der irgendeine richtig krasse Waffe hat. Und diese richtig krasse Waffe, die haben wir. Und deswegen haben wir ihn getötet und jetzt gehen wir irgendwie in den Boden. So, das ist die Geschichte von Whiptail, die sagenumwobene. Das Spiel war nur 28 MB groß, ist ein Roguelike-Action-2D-Spiel. Aber ja, ihr seht das ja gleich, wenn wir reingehen. Guck hier, das ist das Tutorial. Es ist alles schwarz-weiß und ich glaube, ihr seht schon, warum das nur 28 MB groß ist. Wir gucken uns einmal kurz das Tutorial an, damit ihr rafft, was man machen kann. Man kann rumlaufen, man hat Gems, die seht ihr auch oben in der Mitte. Die sagen, wie viele Aktionen man hat und man kann richtig cool in Zeitlupe Sachen angreifen. Und ja, sieht alles sehr cool aus und das war's auch schon. Mehr kann man in diesem Spiel nicht machen. Also man kann eigentlich nur springen und angreifen. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, bin sehr, sehr schnell gestorben in diesem Spiel. Weil die wirklich alle richtig, richtig stark hier sind. Aber es gibt viel Blut und es sieht schon mega, mega cool aus. Das kann man nicht anders sagen. So, und wieso habe ich mir dieses Spiel ausgesucht? Erstens, ich hatte noch einen Key davon und ich habe viel zu viele Keys. Das Spiel ist mir übrigens gerade noch ein bisschen zu laut, warte mal. Ich habe noch super viele Keys, die ich nie die ich mir irgendwann mal geholt habe oder die mir irgendwelche Publisher gegeben haben, die ich aber mir noch nie angeguckt habe. Und das ist natürlich ein bisschen assig irgendwie, dass ich einfach die Keys annehme und dann nicht mal deren Spiel zeige. Deswegen ändere ich das hiermit. Und zum Zweiten, ich habe seit einer Woche halt nichts aufgenommen, deswegen habe ich gar keinen Plan mehr, wie man da überhaupt redet und muss das erstmal alles wieder lernen. Und... War da ein Gegner drin? Hä? Da hat sich ein Gegner drin versteckt. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Lol. Okay, das Spiel ist doch krasser, als ich gedacht habe. Und ja, welches Spiel wird sich da besser lohnen als eines, das gar keiner kennt? Was gibt's sonst noch so für Infos zu diesem Spiel? Ich glaube, das ist von einer Person gemacht. Dafür ist das schon mal sehr, sehr cool. Das hier sieht so aus, als wenn es hier sogar eine Lore gibt. Gibt es denn eine Lore in diesem Spiel? Der heilige Fisch rettet unsere Gedanken von irgendwas. Okay, wir müssen den heiligen Fisch finden, Leute. Den heiligen Fisch. Wo bist du, heiliger Fisch? Es kostet, by the way, 6 Euro bei Steam zum regulären Preis. Ich glaube, das gibt es auch ziemlich häufig einfach für die Hälfte des Preises, also dann so für 3 Euro. Aua, wir sollen dich töten. Ich bin ehrlich gesagt noch niemals so weit gekommen. Also es bringt schon was, oh, dabei zu kommentieren. Ah, und man kriegt einen Multiplier, wenn man die Leute richtig schnell kaputt macht. Ja, das ist ja richtig geil. Komm, wir schlitzen jetzt alles kaputt. Drachen, geil, überall nur Drachen, weil wir müssen ja die Drachen töten. Das macht alles total Sinn. Hä? Okay, das Spiel hat doch mehr zu bieten, als ich dachte. Bisher bin ich immer gestorben, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Aber klar, das ist ja irgendwie ein Roguelike. Erstmal collect alle Pineapples in 50 Sekunden. Oh Gott, das ist ja wie bei Smash hier. Okay, ich glaube, ich bin viel zu langsam, weil ich einfach... Yo, was? Ich soll die alle mir in 15 Sekunden schnibbeln? Oh Gott, okay, wir müssen hier ganz schnell runter. Ist das die letzte? Es ist nicht die letzte. Wo ist denn die letzte? Moment. Du bist die letzte. Oh. Geil, Mann, ich bin einfach der Beste. Krass. Challenge complete. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt Challenges in diesem Spiel gibt, aber habe ich auch nichts gegen. Oh, ich krieg was. Was kriege ich Tolles? Ein Trinket. Okay, ja, ist ja wie gesagt ein Roguelike. Ich habe jetzt keine Ahnung, was so ein Trinket macht, ob das so wie bei Isaac ist. Müsste ja eigentlich. Roguelike heißt ja eigentlich, dass man irgendwie im Dungeon Sachen findet und da dann immer krasser und geiler wird. Und wenn man stirbt, dann ist halt der ganze Fortschritt wieder weg. Es kann aber auch ein Roguelite sein. Ist Isaac ja eigentlich auch, dass man im One selber was freischaltet und dann außerhalb des Ones wird man halt doch immer stärker, auch mit einem neuen One und so. Gentleman's Guide, 10 Minuten, 30, ganz viele Minuten. Okay, das ist bestimmt irgendein Rätsel, ich habe aber keine Lust mehr, das durchzulesen. Sorry, Leute, ihr könnt ja das Video stoppen, wenn euch das interessiert. Und wir sind in den Dusty Tunnels. Hä, ich habe noch nie den ersten Raum besiegt. Guck mal hier, da gibt es irgendwelche Assassinen. Genau, die Assassinen kenne ich nämlich, gegen die habe ich bisher immer gekämpft. Und die waren richtig krass. Ich weiß nicht, warum die gegen uns sind. Warum das so komische Saskes sind. Oh, wir haben noch ein Leben. Deswegen werde ich garantiert auch sterben, weil diese Assassinen sind richtig böse. Oh Gott, geh bitte weg von mir. Was machst du denn? Ezio, ich dachte, wir sind auf einer Seite. Aber scheinbar nicht. Ich habe Ezio getötet, habe leider auch nur noch ein Leben. Kann ich bitte nochmal nach oben und mich heilen? Wo kriegt man denn überhaupt Leben her und so? Oh Gott, ich hasse Schlitz, Schlitz, Schlutsch. Man muss halt darauf achten, man neigt in diesem Spiel sehr dazu, einfach die ganze Zeit Angriff zu spammen. Aber das verhindern halt diese Emeralds oben. Man darf halt wirklich nur dreimal angreifen und dann kann man nicht mehr angreifen. Das macht das Spiel ein bisschen schwerer, als es sein müsste. Aber ja, wer macht mal dieses Spiel? Ich versuche nochmal, wenn ich richtig cool bin, zu einem Boss, nein, zu kommen, sagte er und stirbt dabei. Aber ich habe einen Screenfilter unlocked. Kann ich das Spiel jetzt anders aussehen lassen? Ja, guck mal, man kann alles Mögliche freischalten. Hä? Wieso passt denn so viel Kram in 28 MB rein? Man kann sich anders aussehen lassen. Also man kann den Schal hinter sich wahrscheinlich eine andere Farbe geben. Es gibt sogar Pets.
Also Haustiere? Wie gut ist das denn? Dann gibt es ja noch ein Trinket, mit dem wir aber anscheinend nichts machen können. Wir haben es einfach nur. Macht bestimmt auch irgendwas. Eventuell gibt uns das mehr Leben. Und wir haben ein Filter. Oh, es gibt hier den Faded-Filter, den Classic-Filter. Und mehr habe ich noch nicht. Classic sieht ein bisschen sehr eklig aus und Faded auch. Ich lasse das mal so, wie es war. Aber schön, dass es das gibt. Okay, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Jetzt sind wir in irgendeinem Tunnel. Hä, es sieht alles anders aus. Hä, hier sind auch neue Gegner. Okay, das Spiel hat mehr zu bieten, als ich zunächst dachte. Und es sieht halt mega stylisch aus. Klar, es sind nur zwei Farben und so. Naja, drei. Es sind drei Farben, Leute. Beziehungsweise ist es nur eine Farbe. Nur rot, weil jeder weiß es. Weiß und schwarz ist gar keine Farbe. Alter, ihr habt mega viele verschiedene Gegner. Dann ab und zu verschiedene Räume. Sieht stylisch aus. Die Musik ist auch geil. Also ich kann jetzt nicht so viel Schlechtes über das Spiel sagen. Je nachdem. Oh, ein Magier. Ein böser, böser Magier. Es gibt einen Shop. Es gibt Shops in diesem Spiel, Leute. Es gibt Shops. Hallo, Mr. Skeleton. Howdy, was geht? Willst du hier eine Segel oder so? Es gibt neue Attacken hier. Ich kaufe mal einfach das Teuerste, was ich mir leisten kann. Ah, oh, ich kann die Gems wegmachen. Okay, ich habe jetzt den dritten Gem oben weggemacht und habe jetzt einen Triple Attack. Zack, zack, zack. Oh, wie geil. Jetzt habe ich einen Triple Attack. Immer mit dem ersten Gem, den ich habe. Das wird jetzt immer ein Triple Attack. Okay, das ist ja mega cool. Hä, das Spiel hat so viel zu bieten, was ich gar nicht dachte. Zack, zack, zack. Mega geil, ich liebe es. Und wenn man sich ein bisschen da reinfuchst, dann kann man auch richtig coole Kombos machen. Also ich kriege das jetzt noch nicht so ganz gut hin, weil ich noch nicht so ganz raus habe, wie die Gegner sich bewegen. Zack, zack. Na, Mist. Nein, aber wenn man das alles raus hat, ey, dann kann man richtig coole Sachen machen. Vor allem mit diesem Triple Attack. Alter, der Triple Attack ist richtig cool. Mal vier einfach, zack. Alter, ich liebe es. Also Woglex sind ja allgemein schon cool. Boah, Alter. Okay, es macht wirklich Fun. Wieso macht das Fun? Ich dachte, das ist so ein Trash-Game, aber nope. Jetzt sterbe ich leider. Ja, also zum Boss komme ich anscheinend nicht, wenn ich das so richtig sehe. Behalte ich jetzt diesen Gem? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe noch einen Screen-Filter unlocked. Den Virtual-Reality-Filter haben wir noch freigeschalten. Der ist einfach nur rot. Toll. Also No-Filter sieht immer noch am schönsten aus. Oh, und ich habe jetzt meinen Gem verloren. Oh, das war so ein cooler Gem. Okay, aber dafür lohnt es sich dann, das Gold einzusammeln. Habe ich nämlich schon gewundert, wofür das denn überhaupt da ist. Und es gibt verschiedene Sounds. Es gibt verschiedene Background-Sounds. Fällt mir gerade so auf. Ey, mega gut. Jetzt ohne Witz. Gib dem Spiel mal eine Chance. Zack, zack, zack. Oh, das war doch richtig geil. Leute, habt ihr gesehen, wie cool ich war? Schlitsch, schlatsch, schlutsch. Geil. Also, so langsam kommt man rein. Wenn man da dann erstmal drin ist, dann kann man das bestimmt auch richtig geil speedrun. Ich habe die Gems halt noch nicht so im Blick, deswegen bin ich da noch richtig scheiße. Bin auch gleich schon wieder tot. Oh Gott. Aber wenn man das raus hätte, dann kann man das bestimmt richtig cool machen. Okay, Leute, ich konzentriere mich jetzt nochmal und versuche zum Boss zu kommen. Okay, Leute, ich habe meinen Trippelschlag wieder. Jetzt geht's richtig ab. Und mir fällt gerade auf, guck mal, die Wände hier, die sind aus Totenkopfschädeln. Richtig krass. Und ich glaube, ich habe jetzt raus, wie dieses Spiel geht. Und zwar liegt irgendwie in der Ruhe die Kraft. Boah, das ist auch schon wieder so cool. Denn man hat halt wirklich sehr, sehr wenig Angriffe. Und deswegen muss man jeden Gegner ernst nehmen. Jeder Gegner kann einfach dein Tod bedeuten. So ein bisschen wie bei Dark Souls. Ja, ich weiß, es ist ein komischer Vergleich. Aber tatsächlich muss man jeden Gegner ernst nehmen und sich im Voraus Gedanken machen, wie man den dann jetzt vernichten will. Weil einfach nur Button-Smashing, das war auch schon wieder mega nice, funktioniert hier nicht. Dann hast du irgendwann keine Angriffe mehr und dann bist du halt einfach tot. Weil die Gegner dir dann einfach reindrücken, ob du nun willst oder nicht. Und das ist halt, da kann man dann halt schon die Parallele irgendwie zu Dark Souls ziehen. Das finde ich schon cool. Also das ist nicht nur Button-Smashing und dann hoffen, dass irgendwas Gutes funktioniert. Oh, Leute, irgendwas passiert. Ich glaube, wir sind beim Boss. Oh ja, wir sind beim Boss. Okay, ich habe nur noch zwei Herzen. Sieht nicht allzu geil aus. Und das ist natürlich ein Drache. Okay. Erstmal gucken, was er macht. Es gibt auf jeden Fall Bosse, dieses Spiel. Und zwar ist das Chrysanos, der Necro-Dragon. Also wird er wohl kleine Drachen erscheinen lassen? Yep. Oh, aber die heilen einen zumindest. Nice, habe ich schon mal drei Leben. Okay, mal gucken, wie wir ihn angreifen können, ohne dass er uns vernichtet. Wir haben ja unseren Triple Attack hier. Es gab einen richtig geilen Gem im Shop, der irgendwie gemacht hätte, dass man so Auto-Aim hat. Ausweichen, ausweichen. Oh Gott, bitte gehen Sie weg. Ich habe keine Gems mehr. Und das wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn ich mir das leisten hätte tun können. Konnte ich aber leider nicht. Hätte gern gesehen, was Auto-Aim kann in diesem Spiel. Zack, zack, zack. Okay, schnell wieder weg. Man weiß halt auch nicht, wie viele Leben der hat, ne? Okay, ich warte jetzt immer auf meinen dritten Gem. Nein, damit ich ihn dann grünen kann. Man kann auf jeden Fall die drei Gems alle verändern zu dem, was man braucht. Aber dieses Spiel hat mich doch überrascht. Es sieht geil aus, es hat geile Musik, es kostet nicht viel, es hat Unlockables, es hat einfach
Pets, ja. Also wenn man hier eine Katze haben kann, wie geil wäre das bitte? Es ist einfach stylisch, weil es auch in Zeitlupe ist etc. Und es ist gar nicht mal so einfach. Was will man mehr von einem Spiel, oder? Man hat sogar verschiedene Angriffe und so. Oh, noch eine weitere Challenge. Okay, die machen wir nochmal. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Okay. Puh. Und ohne getroffen zu werden. Geschafft. Okay, die Challenges sind jetzt nicht so schwer tatsächlich. Nice. Was kriegen wir? Noch ein Trinket, was auch immer die bringen. Ja, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Ich find's ganz geil. Für 6 Euro kann man sich das auch mal gönnen. Ist halt ein Roguelike. Kann ich mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall häufiger spielen will. Also wenn es nach dem ersten Boss noch weitergeht, sonst ist das vielleicht doch ein bisschen mager, aber es hat mich, wie gesagt, überrascht. Das habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt. Von dem her, oh mein Gott, es gibt Errungenschaften, apparently. Und ich habe den ersten Boss jetzt besiegt und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ob es weitergeht. Guck mal, sogar 5:30. Man kriegt auf jeden Fall ein Leben dazu, wenn man den besiegt hat. Hä? Sind das Delfine? Sind das Delfindrachen? Was geht ab? Warum gibt es denn Delfindrachen? Ich bin tatsächlich zum zweiten Boss gegangen. Oh, es gibt verschiedene Bosse, Leute. Okay, dieses Spiel lohnt sich. Dieses Spiel lohnt sich. Okay, den zweiten Boss gucken wir uns auch noch an. Barnas, der Feuerdrache. Ich habe einfach noch viel weiter gespielt. Das Spiel macht einfach Fun. Okay, so, der kann ja nicht so schwer sein. Weil, oh, ich bin gleich schon tot. Toll. Also man muss anscheinend doch ein bisschen ausweichen. Ja, moin, ey. Ich sterbe einfach immer instant bei den Bossen, wenn die neu sind. Oh, ich habe einen neuen Schal. Bitte in grün. Wenn das ein grüner Schal ist, dann liebe ich dieses Spiel. Bitte ein grüner Schal. Ah, nee, ist ein grauer Schal. Dann ist der rote natürlich cooler. Oh, ihr habt ja gehört, was ich von diesem Spiel halte. Ich find's mega cool, hätte ich nicht erwartet. Geil, jetzt habe ich das schon 6. Mal gesagt. Und jetzt wirklich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.